Was ist ein Geschäftsprozess? Was ist denn die Definition eines Geschäftsprozesses? Und wer sich vielleicht damit schon mal beschäftigt hat, weiß, da gibt es ganze Bibliotheken voll. Also, wie bekommen wir das griffig? Um was geht's? Das erklären wir in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und heute geht es um die Definition eines Geschäftsprozesses oder besser die Klärung der Frage, was ist denn ein Geschäftsprozess? Und gleich vorweg, es gibt eben keine einheitliche Definition, was ein Geschäftsprozess tatsächlich ist. Zum Beispiel aus der ISO 9000 Version 2015 heißt es, ein Prozess ist ein Satz zusammenhängender oder sich gegenseitig beeinflussender Tätigkeiten, der Eingaben zum Erzielen eines vorhersehbaren Ergebnisses verwendet. Sehr hilfreich ist das jetzt nicht wirklich. Andere, zum Beispiel Hammer und Champy, das sind die Begründer des Process Reengineerings, definieren Unternehmensprozess als ein Bündel von Aktivitäten, für das eine oder mehrere Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis von Wert erzeugt. Gut, das mit dem Wert und den Input und Outputs ist es neu, aber so richtig griffig ist es auch nicht. Und Professor Schmelzer und Sesselmann sind zum Beispiel der Ansicht, dass ein Geschäftsprozess besteht aus den funktionsüberschreitenden Folge wertschöpfender Aktivitäten, die vom Kunden erwartete Leistungen erzeugen und die aus der Geschäftsstrategie und den Geschäftszielen abgeleitete Prozessziele erfüllen. Ist das alles richtig? Aber dem Inhaber von einem kleinen oder mittelständischen Betrieb ist das jetzt auch nicht so ganz eingängig. Deswegen wäre es die Frage, oder so gehe ich jetzt an die Sache mal ran, ich erkläre es mal viel lieber, was vielleicht wichtige Elemente oder Bausteine sind, die einen Geschäftsprozess wirklich ausmachen. Ich denke, damit wird es vielleicht das eine oder andere ein bisschen klarer. Also ein Geschäftsprozess hat ein Ziel. Das soll ein Ergebnis liefern, das für einen Kunden einen Wert hat. Und Ergebnis kann es dabei wirklich ein Produkt sein, was Physisches, eine Ware, eine Dienstleistung oder auch was nicht Griffiges, nämlich was Digitales. Das kann auch zum Beispiel eine Software sein. Der Kunde muss dem Ergebnis einen Wert beimessen. Es muss also eine gewisse Wichtigkeit für diesen Kunden haben. Und der Wert wird eben oft in Geld ausgedrückt, was man bereit ist zu bezahlen, wenn es ein externer Kunde ist. Aber ein Wert kann es auch sein, wenn meine eigene Arbeit in Stocken gerät, wenn ich die Vorleistung eben nicht habe. Und dieses in Stocken gerade und Vorleistung, das ist eben ganz, ganz oft bei internen Kunden im Unternehmen der Fall. Also wenn die Kollegen und Mitarbeiter die Rechnungen an die Kunden erstellen sollen, keine Abrechnungsgrundlage haben, zum Beispiel keine Dokumentation über die entsprechenden erfolgten Leistungen wie einen Lieferschein oder ein Bautagebuch, dann können die keine vernünftige Rechnung schreiben. Und genau dieses Vorhandensein, diese Vorleistung, das ist eben das, was dann die Arbeit in Stocken gerät, wenn sie eben fehlt. Also wenn es keine Bestellunterlagen gibt, kann auch der Mitarbeiter eben keinen korrekten Wareneingang durchführen, weil er gar nicht schauen kann, passt die Menge, die geliefert worden ist, zu meiner Bestellung. Interner und externer Kunde. Der Kunde ist also nicht nur ein externer Kunde außerhalb Ihres Unternehmens, sondern es kann eben auch ein interner Kunde sein. Wir hatten gerade schöne Beispiele eben damit. Wareneingang verbuchen wird schwierig, wenn die Kollegen aus dem Einkauf eben keine vernünftigen Bestellunterlagen zur Verfügung stellen. Damit kann ich eben nicht wirklich weiterarbeiten. Oder der Wert des Ergebnisses bestimmt übrigens dabei immer auch der Kunde. Also wir haben ja so eine Beziehung eben. Es wird beispielsweise eine Abrechnungsgrundlage geschaffen, ein Dokument wie ein Lieferschein oder ein Bautagebuch oder eine Projektabnahme oder wie auch immer. Und die wird es übergeben zum Rechnungsschreiben. Und dabei ist derjenige, der die Rechnung schreibt, der Kunde von denjenigen, die dieses Dokument ursprünglich erstellt hatten. Und der Kunde bestimmt, was ist notwendig, damit ich gut arbeiten kann? Also Spezifikationen, sprich, muss da eine Kundennummer draufstehen oder reicht es, wenn das nur ein Name ist oder ein Projektname oder ein Arbeitstitel? Brauche ich zum Beispiel genaue Zeitangaben mit Nachweisen oder reichen Summenangaben? Das spezifiziert immer der Kunde der jeweiligen Leistung. Und das ist insbesondere dann wichtig, wenn es im Betrieb zu einem Wechsel von Zuständigkeiten kommt, weil genau da sind immer die Prozessschnittstellen und da wird es dann immer meistens schwierig. Sofern, wie sehen Sie das also eigentlich so? Sehen Sie Ihre Kollegen als Ihre Kunden oder als Ihre Lieferanten? Schreiben Sie mir nochmal in die Kommentare rein, wie es bei Ihnen gelebt wird, ob Sie dieses
Zusammenarbeit und auch dieser Servicegedanke bei Ihnen im Unternehmen vielleicht auch schon ausgeprägt ist, weil das ist wirklich ein ganz wesentlicher Tipp. Und auch wenn Sie andere Fragen zum Thema Prozessmanagement haben, schreiben Sie es mir rein in die Kommentare. Wir würden gerne Ihre Fragen aufgreifen und in weiteren Videos hier auf dem Kanal nämlich entsprechend beantworten. Ein weiterer Baustein für diese Ende-zu-Ende-Prozesse oder entsprechende auch Definition dieser Geschäftsprozesse ist ja dieses Funktionsübergreifende. Also der Prozess endet eben nicht an der Abteilungsgrenze, sondern er ist funktionsübergreifend. Also vom Vertrieb, der etwas verkauft hat, zur Produktion, wo es hergestellt wird, zur Auslieferung, die Kollegen aus der Montage, zur Abrechnung, diejenigen, die die Rechnung erstellen. Also wir denken hier nicht mehr in Abteilungen, sondern ein Geschäftsprozess geht ja eben tatsächlich wirklich funktionsübergreifend einmal durchs Unternehmen quer durch. Ein weiterer Baustein, der ganz wichtig ist, ist die Ableitung aus Geschäftsstrategie und Zielen. Also ein Geschäftsprozess ist jetzt nicht immer irgendwie so im luftleeren Raum, sondern er ist aus der Geschäftsstrategie und den Zielen abgeleitet. Denn eine Reparaturwerkstatt, die jetzt entsprechend zum Beispiel ein Kfz-Werkstatt, nehmen wir ein Beispiel Kfz-Werkstatt, die entsprechend Autos repariert, die hat ja nicht notwendigerweise auch den Handel mit Neufahrzeugen. Das heißt, wenn die Geschäftsstrategie ist, wir fokussieren uns auf die Reparatur von den Kraftfahrzeugen, von Autos oder Lastwagen oder Motorräder oder was auch immer, dann handeln wir aber nicht damit. Das heißt, man müsste zuerst sich überlegen, möchte ich überhaupt einen Kraftfahrzeughandel aufbauen? Und dann, danach, nachdem diese Strategie feststeht, dann werden die entsprechenden Prozesse eben gestaltet. Wenn Sie das noch anschauen, die Geschwindigkeit zum Beispiel ist auch so ein Thema. Wenn es Ihr Wettbewerbsvorteil ist, dass Sie schnell arbeiten können oder dass Sie eben sagen können, wir sind eben in der Lage, besonders schnell auszuliefern, dann kann das auch zur Folge haben, dass Kunden bereit sind, einen höheren Preis dafür zu bezahlen, weil sie brauchen vielleicht jetzt ihre Leistung und nicht erst in 12 oder 18 Wochen. Und dann wäre eben diese Strategie tatsächlich auf die Durchlaufzeit abzustellen, als eine von ganz, ganz wichtigen Prozesskennzahlen. Und wenn Sie noch mehr Prozesskennzahlen sich mal anschauen möchten, haben wir hier ein Hintergrundvideo gemacht, gucken Sie doch mal rein, da werden mal die wichtigsten mit drin erläutert. Weiterer Baustein für das Thema Geschäftsprozesse ist das Vorhandensein von Inputs und Outputs. Also, wir haben das Thema Wert für den Kunden schon erläutert, aber wir brauchen jetzt auch immer noch Inputs, also Eingang oder Vorleistungen und Ressourcen, damit der Prozess überhaupt daraus ein Ergebnis produzieren kann. Also Vorleistungen zum Beispiel, Rohmaterial, Maschinen, Arbeitszeit, natürlich auch Geldbudget. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt im Marketing sind und eine Werbekampagne planen, dann brauchen Sie eben nicht nur die Arbeitszeit von Ihren Mediengestaltern, die also eine tolle Kampagne einfach aufziehen können, sondern Sie brauchen ja auch dann entsprechend das Geldbudget, um die Werbung in den entsprechenden Medien schalten zu können. Wertschöpfung ist auch ein weiterer Baustein. Nicht nur der Wert für den Kunden, sondern auch tatsächlich die Wertschöpfung für einen Geschäftsprozess. Und Wertschöpfung ist eben genau das Gegenteil von Verschwendung. Aber ich nenne es eigentlich viel lieber nicht Verschwendung, sondern für die Katz arbeiten. Und für die Katz arbeiten ist einfach dieses Unnötige drin. Und damit geht es wirklich auf die Rendite von Unternehmen. Und wenn Sie mit offenen Augen durch den Betrieb laufen, dann sehen Sie ganz, ganz viele Punkte, die man sich eigentlich sparen könnte, die eben nicht wertschöpfend sind. Ich sage mal jetzt Suchzeiten zum Beispiel. Wenn irgendwelche Dateien gesucht werden, Materialien gesucht werden oder irgendwelche Werkzeuge gesucht werden oder was auch immer. Die 8 Arten, wie man für die Katz arbeiten kann, haben wir mal sehr schön auch aufgearbeitet in einem Hintergrundvideo. Da sehen Sie mal die verschiedenen Varianten, wie man alles für die Katz arbeiten kann. Gucken Sie mal rein, das ist immer ganz, ganz witzig und hilft auch mit offenen Augen durch den eigenen Betrieb zu laufen. Ein weiteres Merkmal für einen Geschäftsprozess ist tatsächlich, dass er einen Verantwortlichen hat. Also wer ist denn wirklich der Prozessverantwortliche für diese Kette von Abläufen? Und der Prozessverantwortliche ist eben nicht der gleichzeitig vielleicht ein Abteilungsleiter oder ein Teamleiter. Kann sein, muss aber nicht unbedingt sein. Denn wenn Sie jetzt den Geschäftsprozess haben, Markt bearbeiten, der eben von einem Bedarfsgruppe, es gibt also ein gewisses Marktpotenzial, bis zum unterschriebenen Auftrag geht, dann enthält es eben sowohl das Marketing als auch den Vertrieb. Ist aber letztendlich ein Geschäftsprozess, der eben auch funktionsübergreifend dann durchläuft. Und den Hinweis, hier haben wir noch ein Video gemacht
für die Rechte und Pflichten von Prozessverantwortlichen, so wie wir eben auch alle anderen Rollen im Prozessmanagement mal wirklich näher dargestellt haben. Da können Sie auch mal mit reinschauen, wenn es um das Thema Prozessverantwortliche geht. Also fassen wir nochmal zusammen. Ein Geschäftsprozess ist eigentlich eine Reihe von Aufgaben, also ein Arbeitsablauf. Und der ist funktionsübergreifend, also er ist nicht an eine Abteilung gebunden, sondern geht gesamt durchs Unternehmen horizontal einmal durch. Er ist wertschöpfend, er hat Inputs und er hat Outputs, erzeugt wirklich ein Ergebnis von Wert. Er hat einen internen oder einen externen Kunden und er hat einen Verantwortlichen und schlussendlich ist er aus den Geschäftszielen und der Geschäftsstrategie abgeleitet. Und wenn Ihnen das jetzt geholfen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal, geben uns einen Daumen hoch, damit Sie auch dann die weiteren Videos nicht verpassen, wenn wir die auf diesem Kanal veröffentlichen zum Thema Prozessmanagement. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.